Ja, liebe Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Formel 1 2017. Jawohl! Geil. Oh yeah. So, und jetzt, wie gesagt, herzlich willkommen nochmal, auch an dieser Stelle jetzt nochmal ganz in aller Ruhe und nicht während dem Trailer. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play, zu Let's Play Formel 1 2017. Ich freue mich tierisch drauf. Ja, ich wollte ja letztes Jahr mit Formel 1 2016 schon anfangen. Hab mir jetzt aber gedacht, naja, jetzt ist so lange die Zeit schon vorübergegangen. Jetzt fangen wir einfach mit dem neuesten Titel an, ja, mit dem neuesten Spiel von Codemasters. Und zwar natürlich zur Saison 2017-2018 zu Let's Play Formel 1 2017. Ich freue mich mega drauf. Ja, wir starten natürlich eine ganz normale Karriere und jetzt müssen wir als allererstes mal einen Avatar erstellen. Also quasi, ja, weiß ich nicht, sozusagen ein Rennfahrer, mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, was gibt's denn hier alles? Hier gibt's ja schon ein paar ganz lustige Fratzen, ne? Gibt's auch Frauen natürlich. Ja, finde ich auch super. Oder? Ist das eine Frau? Das muss doch eine Frau sein, oder? Ja, doch. Doch, doch, das sind Mädels. Also man kann tatsächlich auch mit einer Frau theoretisch gesehen die Formel 1 jetzt auch starten. Wir machen jetzt aber einfach mal einen Type. Ein Kerl. Hier, guck mal, Lewis Hamilton. Ne, das ist eher Hamilton, oder? Wen nehmen wir denn? Hier, wie wär's denn mit ihm? So. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Helm. Jetzt kann man sich hier erstmal die Farbe, also die Farbgebung sozusagen von dem Helm aussuchen. Und dann natürlich noch die Farben einstellen. Ich finde den hier eigentlich ziemlich nice. Und hier können wir halt jetzt eben, wie gesagt, noch die verschiedenen Farbtöne und sowas einstellen, die Saturation, die Luminanz und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, was machen wir denn? Ich glaube, hier lasse ich einfach mal alles so. Und hier können wir halt jetzt eben noch verschiedenste Einstellungen tätigen. Vielleicht so ein Rot oder so? Können den Helm irgendwie drehen? Nee, kann man leider nicht. Und das zweite Detail können wir natürlich auch noch einstellen. So. Ja, was machen wir denn da so vielleicht, oder? Na komm, nehmen wir den da. Sieht doch ganz nice aus. Nationalität ist natürlich klar. Wir sind natürlich... Nein. Fast. Fast getroffen. Wir sind natürlich Deutscher. Und die Fahrernummer? Da ich seit mittlerweile 6 Jahren auf YouTube bin, würde ich einfach mal sagen, wir nehmen die 6. Ja. So, jetzt natürlich noch den Namen. Boah. Was für ein Name? Das ist jetzt natürlich eine spannende Frage, ne? Ja, komm. Ich habe lange überlegt. So. Aber wir machen es einfach. Wir ziehen es aber eiskalt durch. Das ist der alte Ego, den wir fast überall immer nehmen. Und deswegen machen wir das jetzt hier auch. So. Aber um das Ganze ein bisschen realistisch wirken zu lassen. So. Walter Frosch Junior. Was? Nein! Ah. Okay, warte, dann müssen wir hier so, warte. Dann geben wir einfach Frosch ein. So. Und hinten dran das Junior. Machen wir einfach so. So passt's dann. Walter Frosch Junior, super.
Achso, Alter. So, WFR hier fertig. Also sein Namenskürzel perfekt. Nice. So. Jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, was wir spielen können. Wir können jetzt Grand Prix machen und sowas, Meisterschaften, aber unser zentraler Fokus sozusagen liegt hier natürlich auf der normalen Karriere. Und jetzt überlege ich gerade, was für ein Team wir nehmen. Es wäre irgendwie boring, wenn wir jetzt gleich Mercedes, Ferrari oder Red Bull nehmen. Deswegen glaube ich, entscheiden wir uns für den Anfang tatsächlich für Williams, oder? Oh, Williams nehmen? Komm, wir nehmen Williams. Und als Teamkollegen nehmen wir Felipe Massa. Zack. Ja, und so haben wir nämlich auch die Möglichkeit, uns dann einfach zu einem der drei Top-Teams, sage ich mal, noch hochzuarbeiten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. So, komplettes Training, kurzes Training. Was machen wir hier? Qualifying machen wir auf jeden Fall. Werden in einer einzelnen Session ermittelt. Ah, Blitzqualifying, oder? Das reicht, glaube ich. Eine Runde einmal rumdüsen. Man kann das natürlich während der Saison quasi noch ändern. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie wir es machen sollen. Aber ansonsten finde ich das so, glaube ich, schon ganz gut. Das Rennen beginnt unterstützt. Ja, bitte. Zunächst einmal, ja. Ich werde auf jeden Fall die Fahrhilfen nach und nach auch mal ein bisschen runterschrauben, ein bisschen was rausnehmen und so. Aber von Anfang möchte ich ganz gerne das noch so einstellen, wie ich es jetzt aus dem letzten Teil noch gewohnt bin. Ne? Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu grob. Aber ich will ja auch nicht komplett verkacken. Renndistanz, erstes Rennen. Ja, 25%, alles gut. Und die KI-Stufe können wir ruhig auf... Machen wir ruhig mal auf 60. Okay, machen wir auf 58. Wie gesagt, auch hier gilt, kann man später natürlich alles noch hochschrauben, ne? Alles ganz easy. Aber jetzt starten wir erstmal rein. Ich freue mich. Oh, was ist das? Anwärter. Aha. Ein Vertrag mit Williams Force India, Renault, Toro Rosso oder Haas angenommen. Cool. Juhu. Und das respektiere ich. Aber mein Klient hat eine Meisterschaft zu bestreiten. Bei unserer Teilnahme sind diese Lizenzbedingungen also verpflichtend. Ja, in Ordnung. Sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid. Wiederhören. Dass die immer so widerspenstig sind. Naja, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich muss vor dem Rennen noch ein paar Dinge mit dir klären. Erstens, wie verlangt, eine Kopie deines Vertrags. Es ist ein bindender Vertrag. Das Team behält sich aber das Recht vor, ihn bei Nichterfüllung der Anforderungen zu beenden. Du bist nur zweiter Fahrer, aber arbeite hart. Erreiche deine Ziele und ich kann mehr rausholen. Ich werde auch versuchen, dich in ein paar Einladungsevents unterzubringen. Die Erfahrung und die Publicity wären gut für dein Image. Außerdem kannst du ein paar historische Autos fahren. Also dann, auf zu deiner nächsten Session. Viel Glück. Ja, und da haben wir auch schon eine Neuerung gehört. Es gibt jetzt solche sogenannte Einladungsevents. Bei den Einladungsevents, das werden wir später noch erfahren, gibt es dann sozusagen ja, so Classic Cars und so eine ganze Geschichte, ne? So, neuer Vertrag. Guten Tag, Walter. Willkommen bei Williams Racing. Wir freuen uns, dich in unserem Team begrüßen zu dürfen und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit in der nächsten Saison. Du startest neben deinem Teamkollegen Felipe Massa als zweiter Fahrer. Wir setzen eure Zusammenarbeit zur schnellen Weiterentwicklung des Autos und Teams voraus. Genug der Worte und ran an die Punkte. Mit freundlichen Grüßen die Teamleitung. Ach ja. So, jetzt sind wir hier im schönen sonnigen Australien. Ja. Und jetzt können wir uns hier ein bisschen umsehen und da können wir unseren Laptop öffnen. Wir gucken einfach mal rein. Aha, das ist die Übersicht. Laptop-Einführung. Mit diesem Laptop kannst du deine Karriere verwalten, wenn du nicht auf der Strecke bist. Nimm dir ruhig ein wenig Zeit und mach dich mit den Optionen und verfügbaren Informationen vertraut. Wenn du bereit bist, mach dich auf zur Teamgarage und beginne deine erste Trainingssession. Okay. Aha, hier haben wir unsere Rivalitäten. Wir haben momentan keine. Oh, gut, okay. Ah, hier ist das Reifen-Upgrade. Ausgewogen. Aha.
super soft, ultra soft und wir haben die soften. Zweimal, fünfmal, sechsmal, okay. Wettervorhersage ist im Moment trockene Bedingungen, das ist schön. Willkommen auf dem Albert Park in Melbourne, der Heimat des großen Preises von Australien. Ah, ist meine Lieblingsstrecke tatsächlich. So, hier haben wir das Fahrzeugmanagement. Der Antriebsstrang besteht insgesamt aus 6 verschiedenen Komponenten. Jede Komponente hat ihre Schwäche, die zur Abnutzung beitragen. Fahrstil und Streckentyp sind ausschlaggebend für die Lebensdauer der Komponente. Wenn eine Komponente abgenutzt ist, entsteht ein negativer Nebeneffekt. Was entstehen? Negative Nebeneffekte, die deutliche Auswirkungen auf die Leistung des Fahrzeugs haben. Die Lebensdauer der Komponenten kann maßgeblich verbessert werden, indem F&E-Upgrades in der Strapazierfähigkeitsabteilung erworben werden. Nach offiziellem Reglement dürfen über die gesamte Saison hinweg 4 Exemplare jeder Komponente verwendet werden. Diese können zwischen Sessions oder sogar währenddessen beliebig ausgetauscht werden. Allerdings erfordert dies Zeit. Sollte zusätzliche Komponente benötigt werden, kann um diese angesucht werden. Okay. Allerdings werden die Teams dafür mit Rückversetzung in der Startaufstellung bestraft. Ah. Okay. Ah, hier sehen wir die verschiedenen. Verschiedenen Menüpunkte. Momentan ausgerüstet haben wir hier Verbrennungsmotor. Aha, aha, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Getriebe, bevorzugte Reifensätze und das Triebwerk. Okay. Ja, wie gesagt, kenne ich mich nie mit aus. Wenn ihr da Tipps oder sowas habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben oder mir allgemein auch Tipps geben, wenn ihr sagt, hey, das musst du beachten, das musst du beachten. Könnt ihr gerne machen, aber ansonsten kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Huch, jetzt bin ich hier zurückgegangen, wollte ich gar nicht. Wir gehen in den Laptop und machen einfach mal die erste Trainingssession, würde ich sagen, oder? Hier, gehe zu Training 1. Machen wir einfach mal. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich die ganzen Folgen schneiden werde und sowas, das muss ich mal gucken. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir... Ja... Eine Folge Training und Qualifying von einer Strecke machen und eine Folge dann eben das Rennen. Ich denke mal, irgendwie so wird es dann wahrscheinlich ablaufen. Mal gucken, wie ich das dann genau zusammenschnibbel, das weiß ich noch nicht. Muss aber schauen. So, Formel 1 World Championship Limited. Wir wechseln gleich zum Training hier in Melbourne, was mit Sicherheit interessant wird. Es sollten jeden Moment Autos auf der Strecke auftauchen, denn es geht schon bald los. Also dann, Stefan Römer, wir hatten ja aufgrund der momentanen Regelung mit den 3 verschiedenen Reifenmischungen in den letzten Jahren einige sehr strategische Rennen. Die Reifen wurden ja immer im freien Training ausgewählt und das war dann natürlich auch der Grundstein für diese Strategien. Was hältst du denn von den aktuellen Reifenregularien? Wir haben einige, ich würde jetzt nicht sagen spannende, aber doch zumindest interessante Rennen gesehen. Einige Fragen bleiben aber noch offen. Wie lange kann ein Fahrer mit einem Satz draußen bleiben? Oder kann er durch Aufziehen von ultraweichen Reifen Zeit gut machen? Solche Sachen eben. Wenn alles zusammenspielt, haben wir am Ende mehrere Autos auf verschiedenen Reifen, die sich Rad-an-Rad-Duelle um die besten Plätze liefern. Insgesamt war es definitiv ein Gewinn für den Sport, denke ich. Ja, dieses Reifenmanagement ist ja tatsächlich mit so das Wichtigste, also bei so einem Rennen. Reifenmanagement, Boxenmanagement und so weiter und so fort. Naja, mal gucken. So, jetzt haben wir hier auch wieder verschiedene Optionen. Session-Info. Gucken wir da einfach mal rein, was wir hier so stehen. Die Streckenakklimatisierungsprogramm wurde entwickelt, um die Streckenführung, Ideallinien und Bremspunkte kennenzulernen. Mit diesem Test soll beurteilt werden, wie geschickt du durch die Reihe von Kurvenmarkierungen fahren kannst. Hättest du Bonuspunkte. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal, oder? Hier, Streckenakklimatisierung. Denk daran, dass es beim Fahren vor allem auf die Gewichtsverteilung ankommt. Wenn du bremst, bewegt sich der Schwerpunkt nach vorn. Wenn du beschleunigst, nach hinten. Und wenn du die Richtung änderst, zur Außenseite des Autos. Eine höhere Last auf jedem Reifen bedeutet mehr Grip. Achte auf eine gleichmäßig... Ja, nicht lang schnacken, Koppelnacken, let's go, komm. Lass aber mal ausprobieren. Wir schauen aber, wie weit wir kommen. Ich muss sagen, ich liebe diese Strecke. Ich habe die Bremshilfe, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, komplett aus. Also ich fahre nur ohne Bremshilfe dafür, aber... So Traktionskontrolle und so den ganzen Käse habe ich alles an. Mal gucken, wie gesagt, ich bin bereit, alles nach und nach so ein bisschen runterzustellen. Also so erstmal hier diese Punkte reinfahren. Ja. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Und bitte, wie gesagt, nicht zu sehr haten. Oder sowas, ich bin kein Profi in Sachen Formel 1. Ich spiele es nur unheimlich gerne, es macht unheimlich viel Spaß. Aber ich bin kein Motorsport-Profi oder sowas. Ganz im Gegenteil. Wenn ihr wirklich professionelle Racing-Geschichten sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall beim guten Mafuyo mal vorbei. Der kennt sich mit Autos weitaus besser aus als ich. Aber ich habe einfach Spaß an Formel 1. Das macht echt
immer wieder Laune. Gerade auch im Multiplayer so. Schönen Freitagabend mit Kollegen. Hammer. So. Achso, Schaden ist übrigens auch an, ne? Also wenn wir gegen die Wand rauschen und der Reifen ist weg, ist er auch weg. Und auch nicht wundern, wenn ich über das Let's Play verteilt immer mal ein bisschen ruhiger zwischendurch werde. Ich meine, A, was willst du beim Racing Game die ganze Zeit schnacken? So viel kannst du da gar nicht quatschen. Ja, und B, ein bisschen konzentrieren muss ich mich. Manchmal hier ist es, auf der Strecke geht das jetzt noch einigermaßen. Wow. Aber wenn ich an Monaco oder sowas denke, oh Gott. So. Cool. Perfekt. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Klar. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst und mehrere Kurven hintereinander meisterst. Ich tue mein Bestes. Guck mal, was wir noch erhöhen können, die Punktzahl. Mal schauen. Sollen wir noch mal ein bisschen Plus reinkriegen? Ich glaube aber fast nicht. Ich glaube, das war schon eine ganz gute Leistung für meine Verhältnisse. Mal schauen. Was da noch so possible ist. Ich muss sagen, der Williams liegt aber echt gut in der Strecke. Also ist echt cool. Gut. Mal gucken, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, hier so streckenakklimatisierungsmäßig. Was wir dann noch so gleich machen können. Wir fahren die Runde jetzt auf jeden Fall nochmal zu Ende und dann schauen wir mal eine Box vorbei. Weil ich glaube, wir müssen die jetzt erst zu Ende fahren, ne? Okay. Das war nicht so gut. Also auch nicht. Oh, fuck. Na komm, wir fahren rein. Wir fahren rein. So. Dann gucken wir einfach mal, was wir noch so machen können. Ich muss sagen, was ich ein bisschen schade finde, so hier und da ruckelt die Xbox-Version schon ganz schön. Also wir zocken auf der Xbox. Ich hätte jetzt auch noch eine PC-Version warten können am Freitag, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Auf dem PC läuft es halt flüssiger, ne, ist klar. Ist ja meistens der Fall, dass auf dem PC die Sachen besser laufen, aber... Druff gescheißt. So, zurück in die Garage und dann gucken wir einfach mal. Wo ist mein Föhn? Ich will meinen Föhn haben. Ah, danke. That's good. So. Ja, wir haben ja fast nur lilafarbene Punkte da, ne? Das ist ja gar nicht mal so schlecht gewesen. Der ist nicht aktiviert. Ja, ich hab's vergessen. Beziehungsweise, ich glaube, ich hab's aktiviert und dann wieder ausgemacht. Keine Ahnung warum. Im Benzinsparprogramm wird die Fähigkeit des Fahrgeräts sich anwenden, der Lift-and-Coast-Technik Benzin einzusparen. Grand Prix Reifenmanagement. Ja, komm, machen wir einfach mal. Ja. Fliegende Runde, go. Einfach mal ein Ründchen, mal gucken, was man da so machen muss. Ich kenne mich da, wie gesagt, jetzt nicht so aus. Keine Ahnung. Wann übernehmen wir? Ah ja, okay. Wir fahren jetzt auf jeden Fall auf den Superreichen. Wir müssen sicher gehen, dass du deine Reifen im Laufe einer Runde richtig verwaltest. Also versuch die Abnutzung in den Kurven gering zu halten. Sei vor allem beim Beschleunigen am Kurvenausgang besonders vorsichtig. Okay, was... okay, und das heißt... Ah, jetzt kommt eine neue Runde, jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott. Okay, das war nicht gut. Glaube ich. Ah, das war, glaube ich, ganz gut. Das war nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie fährt man denn besonders reifenschonend? Ich glaube nicht so oft über diese Pöller fahren, ne? Und ich glaube, das hat, wie gesagt, auch irgendwas mit der Beschleunigung zu tun. Glaube ich, ne?
oder was? Keine Ahnung, wir fahren die Runde einfach mal zu Ende. Ich hab keinen Plan. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Wir fahren jetzt einfach mal zu Ende. Oh, das war nicht gut. Wir sind immer noch ziemlich im Roten, ne? Okay, lass uns aber mal ins Ziel fahren. Mal gucken, was jetzt passiert. Das Tempo ist gut, aber die Reifenabnutzung in dieser Runde war ziemlich stark. Okay. Ich muss mir doch nochmal das ein oder andere zu durchlesen, wie man die Reifenabnutzung besonders gering hält. Ich habe keine Ahnung, ey. Jetzt können wir es ja schon mal wenigstens in der Mitte halten. Ah, das war gut. Mal gucken. Mal gucken, vielleicht können wir es jetzt diesmal... Ah, okay, man soll nicht so in den Kurven, wenn man in den Kurven stark beschleunigt, ist die Reifenabnutzung schon auch ziemlich hoch. Okay, okay, okay. Ah ja, okay, okay, okay. Bei zu heftigem Beschleunigen in der Kurve. Oder beim Bremsen in der Kurve. Versuchen wenig zu lenken, das war gut, das war gut. Okay. Sehr gut. Glaube ich. Okay, wir müssen das Tempo hochschrauben. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir werden das Programm erneut durchführen müssen, wenn wir das Delta nicht in den grünen Bereich kriegen. Toll. Es war noch im grünen Bereich, oder nicht? War nicht gut. Ich glaube, Reifen schon fahren ist aber nicht meine Sache. Ist nicht mein Ding. Wir fahren die Runde jetzt mal zu Ende, dass wir in die Box können. Dann gucken wir, was wir noch so machen können. Macht aber auf jeden Fall Spaß. Ich will doch nicht das erste Rennen jetzt fahren hier, komm. Ich fahre das jetzt einfach mal zu Ende. Und achte jetzt mal gar nicht da drauf. Die Boxengasse kommt ja gleich hier, glaube ich, um die Ecke dann, ne? Ja. Nächste Linkskurve noch und dann... Ja, tut mir leid. War echt schlecht von mir. Reifenmanagement abgeschossen. Hier haben sie gerade schon ein Testing gibt es zu sehen. Starke Reifenabnutzung. Ja, ich weiß, das mit der Reifenabnutzung und mit diesem Reifenmanagement, das ist zum Beispiel schon mal was, wo ihr mir einen Tipp geben könnt in den Kommentaren. Weil damit kenne ich mich halt einfach, ich kenne mich damit nicht aus. Also, ich weiß auch nicht, wie man Reifen schonend fährt. Brauche ich nicht. Ich gebe mal Vollgas. Gib ihn. So. Ja, keine Ahnung, wollen wir mal... Man kann ja, glaube ich, das Ding so unterbrechen oder abbrechen, ne? Oh, Session beenden. Live-TV-Übertragung. What? Ah, da kann man sich die anderen Fahrer angucken. Wie geil. Das ist ja geil. Hier können wir die Session beenden. Ja.
Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top. Ich glaube, wir können auch direkt zum Qualifying übergehen, oder? Wollen wir da jetzt noch groß uns. Ich meine, wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen aufhalten da dran, ist eh klar. Aber ich würde, glaube ich, ganz gerne jetzt so langsam mal zum Qualifying zum ersten gehen. Ne? So. Ja. Wäre, glaube ich, schon mal ganz lustig. Oh, warte mal. Ach, da bist du ja. Prima. Willkommen in deiner zweiten Heimat. Wir kriegen Unmengen an Echtzeitdaten aus der Fertigungshalle. Und alles läuft hier durch. Also verbringe ich mehr Zeit mit der Analyse der Berichte und weniger damit, dich ständig suchen zu müssen. Deswegen... Sorry. Sekunde. Ja, Chris hier? Ist es wichtig? Ich bin gerade beschäftigt. Okay. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Lass Sarah die Simulation nochmal neu starten. Okay. Entschuldige bitte. Was ich sagen wollte, wir haben dir hier einen Arbeitsplatz eingerichtet. Du hast mit deinem Laptop Zugriff aufs Netzwerk, also kannst du den F&E-Status überprüfen. Und lass uns wissen, wie du die Daten am Rennwochenende und in den Trainingsprogrammen einsetzen willst. Ach ja, und denk daran, Nachrichten aus der Fertigungshalle sind nicht nur gute. Manchmal gehen Tests daneben, so wie gerade eben. Und wir müssen was anderes versuchen, damit wir das hinkriegen. C'est la vie, fürchte ich. Einführung zu Ressourcenpunkten. Ressourcenpunkte ermöglichen es dir, Fördergelder auf einen bestimmten Entwicklungsbereich zu verteilen. Es ist wichtig, deine Ressourcenpunkte zu verteilen, um den Boliden und die Gesamtleistung des Teams zu verbessern. Du wirst die Mehrheit deiner Ressourcenpunkte durch den erfolgreichen Abschluss von Trainingsprogrammen erhalten, mit zusätzlichen Punkten für eine starke Leistung sowohl im Qualifying als auch in Rennsessions. Das Team hat dir 2500 Ressourcenpunkte zugewiesen, um die Entwicklung anzustoßen. Jo, okay. So, hier kriegen wir jetzt die ersten Punkte. Ja, gut, wir werden jetzt nicht jedes Rennen 2500 Punkte kriegen, das denke ich jetzt eher nicht. Aber jetzt können wir mal dieses F&E-System-Ding ins Forschung und Entwicklung, genau. Upgrades, okay, okay, okay. So, und auch hier bin ich jetzt wieder vollends überfordert. Boxenstoff-System, Bonus erster Fahrer, Chases, gleichzeitige Entwicklung, Strapazierfähigkeit. Okay, Upgrade-Geschwindigkeit. Erster Fahrer, gut, das ist mir eigentlich relativ egal, weil, ja. So, das Training für die Boxen-Screw ermöglicht 10% kürzerer Stopp sein. Wollen wir das vielleicht mal machen als erstes? Können wir gar nicht. Wir müssen erst 10 Rennboxen-Stopps durchführen, okay. Können wir überhaupt schon irgendwas machen? Chases. Ah, das hier könnten wir jetzt zum Beispiel schon entwickeln. Was ist denn das empfohlene Upgrade? Ist tatsächlich das hier, oder was? Dann lass uns doch einfach mal das hier machen. So. Was? Chris weiß alles. Ein empfohlenes Upgrade erforscht, okay. Okay, hier haben wir auch noch was. Frontflügel, Haupttragfläche. Heckflügel. Front und Heck. Machen wir erstmal Front. Hier, zack. Jetzt haben wir eh keine Punkte mehr. Den Rest sparen wir uns einfach mal auf. Ihr könnt mir natürlich, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Tipp habt, wo ihr sagt, hey, das musst du unbedingt machen, das musst du unbedingt machen. Schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Ich werde mich da auf jeden Fall durchforsten. Und ich weiß, dass da draußen bestimmt der ein oder andere Formel 1-Profi durch die Gegend dackelt. I'm a little bit überfordert, muss ich sagen. Das macht nichts. Jetzt sind wir in der zweiten Trainingssession. Wir machen jetzt aber Folgendes. Wir gehen jetzt weiter zum Qualifying. Juhu. Alle Autos sind über die Ziellinie, ja. Und die Top 3 stehen nun... Dankeschön, Heiko. Danke. Aber wir machen direkt weiter mit dem Qualifying. Und da wir Blitz-Qualifying gemacht haben, wird das relativ fix gehen, denn wir fahren nur eine Runde. Mal gucken, was wir aus der Kiste rausholen können.
Warum, wie soll es nicht regnen? So, Session-Teilnahme erfolgt, blablabla. Wer heute in den Klatschblättern steht. Jeder scheint über deinen neuen Rivalen zu sprechen. Sieh dir seine Statistik an. Ich muss mal gucken, ob es nicht irgendwie, ob man die Untertitel oder sowas anmachen kann. Weil irgendwie ist das ziemlich leise. Also die Audioausgabe von denen ist ziemlich leise. Einführung zur Rivalität, Fahrerrivalität. Die Rivalität ist ein Kopf-an-Kopf-Duell über mehrere Rennwochen enden zwischen dir und einem anderen Fahrer. Vergleichsdaten werden aufgezeichnet und nach jeder Qualifying- und Rennsession verglichen. Eine erfolgreiche Rivalität bringt dir Respekt des Teams ein. Mhm. Oh. Das ist jetzt unser Rivale. Okay, wir haben eine Voicemail. Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Qualifying 7. oder höher. Okay. Ja. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich weiß es noch nicht. Ah, und hier haben wir jetzt eine Rivalität. Guck, gewonnene Rivalitäten 0. 0 von 30. Das sind verschiedene Punkte, die man da quasi erreichen kann. Alles klar. Ja, ist wie im letzten Teil auch. Da gab es das ja auch schon. Gehen wir mal durch. Direkt zum Qualifying. Jetzt bin ich sehr gespannt. Unser erstes richtiges, wichtiges Fahren auf der Strecke sozusagen. Boah, ich bin gespannt. Wir holen jetzt instant die Pole, Alter. Pass auf. Von wegen. Yeah. Ich hoffe nicht, dass es regnet. Es wäre toll, wenn es nicht regnet. Ich würde mich freuen. Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Kein Regen, da bin ich aber flüchtig. Und Stefan Römer ist natürlich auch wieder bei mir. Ach, an der Stefan. Hoffentlich weiterhin so herrlichen Tag. Kein störendes Schlechtwetter, keine Probleme auf der Strecke und natürlich auch kein Platz für Fehler. Das stimmt, momentan sieht es da draußen wirklich sehr gut aus. Jedes Team hat seinen eigenen Schlachtplan für die Session, wobei die Autos, sobald sie einmal auf der Strecke sind, natürlich den Parc-Fermé-Regeln unterstehen. Deshalb müssen jegliche Last-Minute-Änderungen hier und jetzt erledigt werden. Abgesehen davon liegt die Verantwortung beim Fahrer. Wer kann seine Reifen am besten temperieren? Wer schafft die beste Linie durch die Kurven? Natürlich heute alles ohne Rennbetankung. Das sind die mit Abstand schnellsten Autos seit sehr, sehr langer Zeit. Und hier im Qualifying sind sie natürlich an ihrem absoluten Leistungslimit. Legen wir los! Okay, ja gut, wir fahren ja sowieso nur eine Runde, also von daher alles gut. Wenn ihr natürlich wollt, dass wir später, weiß ich nicht... Komm, wir gehen mal zur Strecke. Längere Qualifyings machen, müsst ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt, auf geht's! Holen wir uns die Pole! Ich denke eher nicht. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht ja doch. So, hier schön. DRS angeschmissen. Oh. Hätte jetzt nicht später bremsen dürfen gerade, ne? Oh, fuck. Ging gerade noch so durch. War keine Strafe nötig. Zum Glück. Alter. Hey, wer ist das? Der Vettel. Gibt's ja gar nicht. Was will der denn? Verpiss dich! Mit seinem Ferrari. Na gut, der Ferrari zieht natürlich viel mehr, ne? Ist klar. Das ist, wir haben jetzt hier auch kein Team, wo wir um die Weltmeisterschaft unbedingt mitfahren, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Oh, nicht so weit aus der Kurve austreiben lassen. DRS an und go! Und? Wir sind sehr zufrieden mit dieser Platzierung. Gut gemacht. Oh, nice. Ja, Sechster ist okay. Sechster mit dem Williams, ganz ehrlich. Das ist voll in Ordnung. Das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf Ja, easy. Vettel, Hamilton und Kimi Räikkönen.
Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Krass, guck mal hier, das ist gar nicht... Wir sind gar nicht mal so weit weg, ne? Das sind... nicht mal ganz 2 Sekunden, wo wir weg sind vom Ersten. Das ist voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Und Sechster ist doch perfekt. Vielleicht können wir noch 1 oder 2 Positionen beim Rennen dann gut machen. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall super. Würde ich mich freuen, immer. So, jetzt kriegen wir hier unsere ganzen Punkte. Was haben wir hier? Erwartete Position. Erwartete Position 8 und wir sind 2 Positionen höher. Ich dachte Position 7 war erwartet. Naja, gut, egal. Haben ein paar schöne Punkte gekriegt. Und wir waren schneller als Massa. Bitch. Damit führen wir sogar in der Rivalität. Moin. Nice. Geile Sache. Du frei mich. So. Und hier ist alles ready for race, oder was? Voicemail. Nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Ja, mal gucken. Beende das Rennen in 7 oder höher. Meisterschaftsziel Platz 7 oder höher. Schlage Felipe Massa. Warum soll ich den schlagen? Der hat mir doch gar nichts getan. Lustig. Ja, komm. Schnacken wir gar nicht lang rum. Gehen wir zum Rennen und probieren unser Bestes.